Vor beeindruckender Wetterkulisse und 3050 Zuschauern ging's heiß her in der One Solar Arena. Die Wittstocker Wölfe in der Formation Sebastian Ulamek, Tobias Musilak, Rasmus Jensen, Kai Huckenbeck und Ex-Landshuter Christian Hevenbrock gingen auf Punktejagd in fremdem Revier. Das ursprünglich für den 1. Juni angesetzte Duell wurde witterungsbedingt verlegt und im Nachhinein konnte man sich auch keinen besseren Termin für den Heimauftakt gegen die Rennfahrer aus Brandenburg vorstellen. Die Reifen auf Betriebstemperatur und Vollgas in das Rennen. Nach anfänglich gerechter Verteilung in Rennen 1 bis 3 und 9 zu 9 Punkten gelang es den Devils erstmals im vierten Rennen, den Vorsprung auf 14 zu 10 auszubauen. Michelsen mit 3 und Smolinski mit 2 Punkten. Die Begegnungen 5 bis 8 dann wieder fair verteilt. Doch dann Lauf 9. Vorentscheidung für Landshut. Gomolski mit 3 und Hertel mit 2 Zählern. Zwischenstand 31 zu 23. Nur der Konter ließ nicht lange auf sich warten. Ulamek als Joker mit 6 Punkten und Musilak fährt als Zweiter durchs Ziel mit 2. Beinahe Ausgleich im Rennen 10 also. 32 zu 31 der Punktestand. Begegnungen 11 und 12 dann wieder ausgeglichen, bis in Lauf 13 die Vorentscheidung anstand. Smolinski auf 1 und Gomolski dahinter. 5 Zähler für die Devils und nur noch einen Punkt aus dem letzten Rennen dafür holen. Endstand 46 zu 41 für die Hausherren. Tagesbester auf Seiten der Landshuter Renat Gavurov mit 12 vor Smolinski und Gomolski mit jeweils 10 Einzelpunkten. Aber auch hier ganz großes Fairplay trotz knapper Niederlage. Lob und Anerkennung an den fairen Verlierer aus Wittstock, der doch bis zur letzten Sekunde noch hart gekämpft hatte. Ein großes Dankeschön an die Fans für die fairen Applause und ja, ist natürlich schön, wieder hier zu sein und wie gesagt, die Fans waren sehr fair. Leider tut es mir sehr leid, habe nicht so viele Punkte für mein Team heute zugesteuert. Wir haben leider verloren und ja, tut mir sehr leid. Doch auch bei den Hausherren, den ACL Devils, noch nicht alles rund. Verbesserungen auch hier noch möglich. Ich bin derzeit ziemlich im Stress. Bin seit circa 2 Wochen nonstop fast unterwegs. Habe sehr viele Schwierigkeiten die letzten Wochen mit Maschinenproblemen. Hatte letzte Woche meinen ersten Grand Prix in Finnland. Habe 2 Motorschäden gefahren. Mein ganzes Team, wir haben die Woche brutal stark gearbeitet. Es schaut alles ganz, ganz gut aus. Vom Kopf her bin ich leider heute nicht hundertprozentig fit. Man hat es gesehen, meine Starts waren einfach nicht das, was man von mir erwartet hat. Ich konnte mich zum Schluss gut vorkämpfen, aber ich muss einfach, wie soll ich sagen, ich fliege morgen in der Früh, ich glaube, ich muss um 3.30 Uhr aufstehen, um kurz vor 6 geht mein Flieger nach Amsterdam, von Amsterdam weiter nach Norwegen, dann kurz ins Leihauto auf die Bahn, Mechaniker haben schon alles vorbereitet. Ein riesen Dank an euch alle, auch für die Stimmung, was ihr wirklich gemacht habt. Wir waren zeitweise doch ein bisschen hinten, aber ich meine, mit dieser Unterstützung von so geilen Fans macht einfach riesig Spaß und ein riesiges Dankeschön an euch alle. Na dann sind die Fans doch mal gespannt, ob Smolinski zum nächsten Heimrennen am 3. August gegen Stralsund ausgeschlafen ist. Andernfalls, der Nachwuchs jedenfalls, schläft bekanntlich nicht.